Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Feeds Beast Infinity. So, wir werden uns jetzt mal auf die Suche nach einem Sumpf gegeben und Bienen suchen. Werde ich alle Bienen unterwegs mitnehmen, die wir sehen. Sowieso, wir brauchen sowieso mal ein paar. Und ich glaube, einen Sumpf erspäht. Hier hinten. Da werden wir jetzt auch mal hinfliegen. Und wie gesagt, wir werden uns alle Bienen unterwegs mitnehmen. Weil wir brauchen sowieso noch einige. Toll, hier ist natürlich wieder Kackzeug hier drunter. Hau mal ab. Genau, tschüss. Mistsand hier. So, weg mit dir. So. Ein Modest. Eine Valiant. Eine Modest. Drohne, okay. Nichts Besonderes jetzt, aber immerhin. Weil Valiant ist auch nicht so toll. Da sind die Dingens Hives. Nehmen wir aber auch mal mit. Genau die hier, die Sorceress. Dann will wir sie auch haben. Immerhin. Fliegen noch richtig, ja. Wie gesagt, wir nehmen einfach alles mit, was wir unterwegs finden. Ja. Da ist noch ein Modest Hive. Au, au, au. Hallo. Oh, Pristine sogar. Cool. Pristine findet man nicht so oft. Mit den... von Modest Hives. Haben wir hier eigentlich einen drin gehabt? Ja, hatten wir sogar. Guck mal, da ist sogar eine Modest drin. Den nehmen wir mal mit. Rotztrocken. Den Rest kannst du behalten. Was haben wir hier noch? Ach, da haben wir ja... Ich glaube, hier waren wir schon mal drin. Aber egal, die beiden Modes nehmen wir auch mit. Die Queens. Gut, die Frames, die wären jetzt nicht so wichtig gewesen, aber ist egal. Stimmt eigentlich, können wir wegschmeißen. Ja, es regnet Frames. Juhu. So. Die brauchen wir nicht. Weil wir haben ja unsere Industrial Apiaries. Und die reichen vollkommen aus. So, wir sind gleich da. Da sind noch Kürbisse. Die können wir auch mitnehmen. Ich glaube, Kürbisse haben wir auch noch nicht. Komm mal mit. Ihr kleinen Kürbisschen. Kürbisschen. Hier haben wir nochmal sowas. Und was sind das? Auch Pristine? Jo, eine Queen sogar war da drin. Cool. Das ist sogar sehr gut. Eine Queen. So, dann schauen wir mal weiter. Aber hier so rumfliegen, nix. Okay. So, da sollte ein Sumpf kommen. Ja, da ist auch einer. Der ist nicht riesig, aber vielleicht haben wir hier die Glück und haben hier einen Hive drin. Was ich wahrscheinlich nicht glaube. Ich kenne mein Glück. Vor allem, wenn ich sage, vielleicht haben wir Glück. Ne, hab ich nie. Ich glaube, ich hatte in meinem Leben noch nie wirklich Glück. Egal mit was. Ja gut, kann man nicht sagen. Also mit der Arbeitsstelle jetzt zum Beispiel hatte ich richtig Glück, die ich ja bekommen habe. Sagen wir es mal so. Weil öffentlicher Dienst, ich glaube, da ist mit eines der besten Arbeitsplätze. Ja, ich will jetzt nicht sagen die schönsten, aber... Ach ja, doch, hier ist so ein großer Sumpf. Hier haben wir doch bestimmt Glück, dass wir uns einen Hive finden. Ein Swamp Hive. Die sind nur so dunkelgrün, die sieht man dann so schlecht. Aber schauen wir mal. Schauen wir, was ist das denn? Auch nicht schlecht. Aha, guck mal. Guck mal an, Marshy Hive. Und direkt ein Pristine, jawohl, Marshy Princess, jawollingen, genau das, was wir brauchen. Das ist sehr schön. So, dann gucken wir mal ein bisschen weiter, ob wir noch welche finden davon. Könnte ja mal sein. Was ist das denn? Warum sind denn hier Saplings? Keine Ahnung. Höhle, Ressourcen brauchen wir nicht unbedingt. Würde ich sagen, momentan. Da hinten ist ein Magical Wood.
Oder? Da ist das Magical Forest, müsste das sein. Denk, glaube ich. Da ist ein normaler Forest. Ja, ich glaube, hier ist wirklich nur eine. Ein Hive gewesen. Besser als nix. Besser als nix, würde ich sagen. Naja. Aber ist ja besser als nix. Überleg mal, da wäre gar nichts gewesen. So, was haben wir hier? Guck mal, da haben wir noch einen Water Health, den können wir auch da mitnehmen. Dann haben wir den nämlich auch. Auch Pristine. Mai, was ist denn los hier mit dem Pristine? Richtig Glück. Da kommen wir, da vorne kommt Plains als Biom. Da könnten diese Weißen drin sein, glaube ich, ne? Diese weißen Hives können die drin sein. Ein Spinnenbaum. Huhu. Ja, ja, du mich auch. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht, sag ich. Dimlets, Ender Lily Seeds. Guck mal. Oh, Mana Steel. Huh? Du kannst dich mal verziehen. Das Hart nehmen wir auch mal mit. Music, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, ich wollte gerade sagen. Na, du Schwein. Da war ich nett, ich weiß. Na und? Das Problem ist, warum ist das Spiel eigentlich so hell, ey? Normalerweise sieht man richtig gut die Hives, ey. Weil die am Leuchten sind. Hier leuchtet was, aber das ist hier der blöde Wischum, glaube ich. Ey, da ist noch ein Baum. Was ist denn hier los? Ruhe. Ruhe. Enderminis-Gebiet hier, das wusste ich gar nicht. Wo ist der Spawner? Hä? Da ist er. Was ist? Mein Gott. Ja, ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Ne, brauche ich nicht. Nerv mich nicht. Echt mal. Wo ist er eigentlich mal zu Hause? Da hinten. Okay, da hinten. Machen wir uns gleich mal wieder auf den Weg. Weil im Prinzip, da wächst gerade ein großer Riesenbaum. Da ist so ein weißer Hive. Den holen wir uns noch. Guck mal, was da drin ist. Ach, das ist Forest Hive. Okay. Boah, nerv nicht. Ignoble, brauchen wir sowieso nicht. Können wir da wegschmeißen. Alles klar. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Aber wir haben die Drohne mal mitgenommen. Die sind egal. Also, ob das Ignoble ist oder nicht, die sind, glaube ich, immer abhängig von den. Von der Prinzessin. Was ist hier am Leuchten? Ah, aha. Noch ein Forest Hive. Weil Forest haben wir auch noch nicht. Drohne ist klar. Ignoble. Ja, klar, warum auch nicht? Dummes Volk, ey. So, wo ist hier noch? Da ist noch was damit. Da sind Meadows. Meadows haben wir auch noch nicht. Die sind meistens Pristine. Sag mal. Nerv nicht. Nerv nicht. Danke. So, mal kurz was essen hier. Mando. Sag ich, wir sind Pristine. Nämlich fast immer. So. Da ist noch ein Hive. Da ist der Curious Hive, die ich eigentlich gesucht habe. Da kommt doch schon wieder was angedackelt. Junge! Was ist dein Problem? Was haben wir jetzt Boah, ich geh jetzt auf den Baum. So. Nerv nicht. Was haben wir jetzt überhaupt gekriegt hier? Aus dem Hive. Water haben wir. Modest. Marshy haben wir auch. Da, Mystical. Ja, Ignoble. Ne? Nee, will ich nicht. So, wir fliegen mal nach Hause. Das soll erstmal reichen. Wir haben auf jeden Fall schon mal die Marshy.
die wir haben wollten. Die werden wir mal ein bisschen vermehren jetzt. Und dann ist gut. Na, Freunde? Wir haben gut ein paar Bienen gefunden. Modest, Marshy, Water haben wir jetzt auch. Meadows zwar nur von dem einen, aber ist wenigstens etwas. Besser als nix. So, mal ein Schlückchen Tunken. Ich kriege nämlich langsam einen trockenen Hals. Das kriegt man öfter, wenn man aufnimmt. Länger. Und die ganze Zeit redet. Dann kriegt man nämlich einen trockenen Hals. Ein trockenen Hals. Dann muss man was trinken. So, wir sind gleich wieder zu Hause. Sehr schön. Rubberbiene wäre natürlich geil, ne? Dann brauchen wir keine Rubber Tree Farm. Weil das kann ja jeder. Das kann ja jeder. Eine Rubber Tree Farm. Aber Rubberbienen. Das wäre doch mal was Neues. Deswegen werden wir uns erstmal pennen. Denn ich sehe schon, der ist müde. Habe ich genau gesehen. So, und ich würde sagen, wir werden die Marshy jetzt mal durchlaufen lassen. Die Marshy und die Meadows, die haben wir nämlich noch nicht. Modus haben wir. Forest haben wir keine vernünftige gefunden. Aber das ist egal. Marshy und Meadows lassen wir, obwohl die Sorceress können wir auch durchlaufen lassen. Davon haben wir nämlich auch nichts. Water können wir nicht, weil da brauchen wir, da brauchen wir nur eine Wasserquelle daneben. Das würde schon reichen. So, dann kommt ihr mal raus, weil wir haben ja die Cultivator drin. Nein. Hör auf damit. Toll. Ich brauche unbedingt so ein Wireless Access Terminal. Echt mal. Du kannst da rein. Du. Sehr schön. Moment, ich hab noch was. Du. Sehr schön. Das haben wir doch. Schnell so ein Fisch in die Figur. So, jetzt komm mal her. Da kommen die Sorceress rein. So. Eine Queen. Sauber. No Error. Ich glaube, die tun auch nichts, ne? Nein, hör auf. So, dann kommt da die Meadows rein. Und da hinten kommt noch die Marshy rein. Ich weiß nur nicht, ob Marshy was braucht. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ebony. Modest könnte man eigentlich auch mal. Wie viel haben wir denn davon? Davon haben wir nämlich auch nicht so viel, ne? Deswegen nehmen wir uns mal eine Queen mit. Ich hatte doch, habe ich einen Kaktus irgendwo hingebaut? Ja, habe ich überall dahinter sogar. Waha! Ah, die können das auch. Sehr gut. Sehr cool. So, die kommen raus. So. Und Marshy. Achso. Marshy. Ich hoffe, das geht so. Das weiß ich gerade aber gar nicht. Ach, boah. Nee, Hostel in William. Hey, was brauchen die denn nochmal? Müssen wir mal gucken. Gibt es ein Swamp Upgrade? Das weiß ich nicht. Oder muss das einfach nur wärmer sein? Das kann doch sein, dass das einfach nur wärmer sein muss. Weil Modus, weiß ich, war wärmer. Gucken wir mal. Gibt es sowas Swamp? Ne. Upgrade. Jungle gibt's? Jungle ist für Exotic. Jungle müssen wir auch noch suchen. Desert? Ne. Hell? Dryer? Ne, brauche ich. Dryer? Das müsste das wenn sein, ne? Plains? Open Sky? Das kann sein, man kann die. Da muss ich nachgucken. Das finde ich aber doof.
mal die hier mit. Ach, da sind die Dämonen nur dran. Die Bösen. Geht das damit? Naja, auch nicht. So wie es aussieht. So, da kann auf jeden Fall die Queen rein. Ne. Was heißt das denn? Temperatur, Temperatur. Was brauchst du denn für eine Warte, wir müssten den Bier leiser mal machen. So langsam. Dingens. Leiser. Da brauchen wir Honig für, ne? Glaube ich. Haben wir hier schon Honig? Wir haben noch gar keine Komps da reingepackt. Dann können wir noch keine Honig haben. Komp. Honey, komp. Geh mal her hier. Los, pack da rein. Bierleiser. Wie macht man den? Diamant. Ach, so easy, hör mal. Ist doch easy. Carpenter. Wir haben noch keinen Carpenter. Ups. Carpenter. Dann bauen wir den mal eben. So, ein Casing. Einmal das, fertig. So, einfach baut man einen Carpenter. Haben wir irgendwo Strom liegen? Nur da drunter? Das ist aber frech. Das ist aber wirklich frech. Haben wir ja keinen Strom liegen? Man hackt da Dingen weg. Geht doch. Mando. Dann wollen wir noch mal kurz Strom dahin legen. So, und dann bauen wir uns mal kurz ein Bier leiser. Weil damit ist das einfacher. Als jetzt hier rumzuraten. Oder testen. So. Wir brauchen jetzt Buckets. Also zwei Lapper, zwei Wassereimer brauchen wir. Ach ja. Ach ja. So, dankeschön. So, genau, wir müssen den Bieleiser machen. Bieleiser. Da brauchen wir, glaube ich, Tin. Genau, Tin, Glasspanes, Redstone. Das heißt, wir brauchen vier Tin. Vier Tin. Wir brauchen Redstone 2, ein Diamant. Warte, wovon sollen wir, glaube ich. Ich denke genug. Ja, ich glaube, wir haben genug Diamanten. Jetzt mal langsam. Ich glaube, wir haben genug Diamanten. Ach, da sind Glasspanes. Gut. Zwei Stück. So, dann kommt jetzt erstmal hier Glasspane, Glasspane. Tin. Redstone, Redstone. Und das Ding. Und dann natürlich noch zwei Wasser. Eimers. So, die war da hinten, ne? Die Waterquell. Aber der Kaktus hat mich gepiekst. Da wird er doch schon gebaut. Da wird er schon gebaut. Sehr schön. So, dann wollen wir die mal kurz analysieren. Dann gucken wir mal, was damit ist. So, die anderen sind alle schön am werkeln. Haben wir eigentlich schon Honig? Natürlich haben wir Honig. Sehr gut. Boah, mach doch fertig. Was ist denn los mit dir? Was das braucht, ey. Komm. Dankeschön. So. Da kommt dann Honig oben rechts rein. So. Dann nehmen wir uns die mal kurz raus. Die haben wir schon rausgenommen. Alles klar. Und dann kommt da die Biene rein. Und die braucht Mushroom. Mushroom braucht die. Das ist scheiße. Das ist richtig kacke. Weil Mushroom wächst nur im Dunkeln. Die hat keinen Effekt. Temperatur ist egal. Damp ist auch okay. Humidity. Was ist da Humidity? Ich habe keine Ahnung. Climate ist normal. Mushroom. Das ist natürlich doof. Da müssen wir echt mit den Genen mal langsam anfangen, ey, damit wir die Gene wechseln können. Haben wir Mushrooms überhaupt? Ja, haben wir sogar. Krass. Aber ich glaube, den kriegen wir da nicht hin, weil da muss dunkel sein. Bin ich mir sogar ziemlich sicher. Eben. Den kriegen wir da nicht hin.
Ja, ich könnte mal testen. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Oh, scheiße, das war doof. Das war doof. Verdammt, das war wirklich doof. Mist! Habe ich nur zwei gekriegt? Da war noch mehr. Boah, pack. Kurz den Erdblock. Ne, warte mal, ich könnte das auch vielleicht anders machen. Ne, da kann nicht, da geht das nicht, das ist logisch. Der muss doch gar nicht direkt daneben, ne? Ich teste das jetzt einfach mal. Weil direkt daneben muss er. Ne, kann auch, geht auch nicht. Ist auch noch zu hell. Verdammt. Das heißt. Das heißt, die gehen auf jeden Fall platt hier. Das ist ja blöd. Gibt da nicht ein Upgrade für? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Flowering ist einfach nur, da machen die mehr. Ja, Genetic Stabilizer brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Das heißt, ich muss jetzt echt gucken, dass ich hier irgendwie. Ja, warte, wisst ihr was? Ich mal kurz ein bisschen Erde hier klemmen. Müssen wir mal testen. Müssen wir mal gucken, ob da irgendwie da was da hinkriegen jetzt. Wir müssen da unbedingt irgendwie dunkel machen hier. Dann ist halt so. Mist, geht doch gar nicht. Ochse. Aber vielleicht geht das ja. Weiß ich ja nicht. Warum geht das nicht? Frage. Oder geht er nur auf Dirt? Normal. Ne. Mist. Aua. Au. Jetzt? Ist er nicht dunkel genug? Immer noch nicht? Boah. Boah, Nerv. Und noch mehr Erde. Ja gut, man könnte die Erde auch einfach mal einsammeln, dann würde ich auch genug haben. So, dann bauen wir da auch noch zu an den Seiten. Mein Gott, ey. Dann ist es richtig dunkel da. So. Ist ja nur für die Marschi. Geht doch. Mein Gott. Sowieso dunkel ist klar. Testen wir mal. Ich hoffe, es geht jetzt. Ich hoffe, es geht. Dann haben wir sie. Die Marschi. Die Marschi, die macht nämlich, anstatt Blumen machen die nämlich auch Pilze überall hin. Da muss nur halt dunkel sein. Willst du mich verarschen? Ich hab doch hier. Ach nee, der sagt ja auch gar nicht No Flower. Ach, was braucht der denn für ein Klima? Warte mal, was haben wir denn hier? Temperatur, Humidity normal. Das hat er doch normal gesagt. Ist verarschen? Da. Normal? Damp. Ach so, da ist ein Damp. Ist er jetzt runter? Oder? Das heißt, wir brauchen noch ein Upgrade. Verdammte Axt. Dann wird er wieder so eine lange Folge jetzt. Da brauchen wir bestimmt das hier. Haben wir alles. Sehr gut. Zeig mal. Testen wir mal. Wir haben mit dir. Hm, und jetzt? Humidity Damp. Ne, Damp braucht er aber. Müssen wir noch mehr machen? Was ist denn los hier? Humidity Normal, immer noch. Der braucht Damp. Dann brauchen wir noch ein paar.
Egal. So, kriegt er noch. So, jetzt haben wir keine Bronze mehr. Aber Bronze können wir ja relativ einfach machen, also nicht schlimm. Gucken wir mal. Hauen wir mal alle da rein. Aha, jetzt ist es Damp. Geht doch. Sehr schön, weil man mit Upgrades alles machen kann, ne? Das ist der Hammer. Sehr gut, haben wir unsere Marsch hier auch durch. Haben wir die jetzt auch endlich mal an. Wir müssen natürlich gucken, dass wir irgendwie die Effekte, nicht Effekte, die Dingens da rauskriegen. Das gibt es auch als Gen. Dann heißt das nur Flowers. Oder Flower-Gen ist das. Dann sind halt nur noch wirklich Flowers. Aber da müssen wir auch noch die Maschinen für bauen. Und ich würde sagen, das gehen wir nächste Folge auch mal an. Wie hier, Dingens haben wir ja schon angefangen. Hier mit der Automatisierung, so. Ach ja, wenn ich gucken wollte, ich habe ja in den Kommentaren gelesen. Da machen wir mal die Folge hier. Jemand hat gesagt, im Nether habe ich Iridium. Ich denke auch mal, das stimmt. Weil hier findet man auch Iridium. Salz, Silber, Tin, Ruby, nein, hier haben wir nichts. Was haben wir hier? Tatsächlich, wir haben Iridium-Ohr 1. Was richtig geil ist, weil daraus kriegen wir auf jeden Fall welches raus. Und wir kriegen das auch mit Rich Slack, den man, glaube ich, mit Cinnabar macht. Genau, mit Cinnabar und irgendwas anderes im Induction Smelter. Da kriegen wir sogar mehr raus. Dann im. Auch im Induction Smelter. Da müssen wir nur Rich Slack für haben. Da kriegen wir drei Iridium-Ores raus. Iridium Dust. Die Frage ist, was kriegen wir denn da raus? Achso, ne. Ja, mit Weiß. Mit weißer Linse habe ich auch gelesen. Und der kriegt sowieso. Boah, Iridium Barren. Wow. Sehr schön. Die Frage ist. Gibt es da nicht das andere Iridium auch hier? Iridium. Genau das da. Ja, wo kriege ich das denn her? Das muss ich dann daraus haben. Toll. Oder? Ist das eh? Warte mal. Was für Rezepte gibt es denn damit? Gar keine. Oh. Ja, sicher. Gibt es da Rezepte. Und die muss man sogar so haben. Da ist ja asozial. Wir müssen tatsächlich Industrial Craft 2 Iridium Ore haben dafür. Boah, da ist ja frech. Das ist ja echt frech. Das ist sogar von Advanced Solar Panels. Sehe ich gerade. Iridium Iron Plate. Wofür ist sie? Reinforced Iridium Plate. Aha, die ist für Solarpanels, ist die. Ah, für die Advanced Solarpanel. Zum Beispiel. Das heißt, wir brauchen einmal die für die Iridium Reinforced Plates, für die Hybrid zum Beispiel. Und Sunarium. Weil ich, das finde ich ja total bescheuert. Du musst einmal das haben und das. Naja. Egal, aber wir haben Iridium. Dann nehmen wir da immer mit. Das ist ja total bescheuert. Da muss man zwei Arten von Iridium haben. Eigentlich. Um Advanced Solar Panels zu machen. Tja. Egal. Die Folge ist auch schon wieder längst zu Ende. Deswegen würde ich auch sagen, wir beenden jetzt die Folge. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Minecraft Vizebeast Infinity. Tschüssingen.